trollert noch. Es ist kalt. Saukalt. Minus 17 Grad. Liebesgrüße aus Moskau. Und aus Sibirien. Fragt man sich, hat das Land nicht mehr zu bieten als das. So eine rote Kohlsuppe, wie der Borsch auf Deutsch etwas despektierlich heißt, schmeckt zu jeder Jahreszeit. Aber jetzt im Winter sollte man sie vielleicht nicht gerade draußen kochen. Es dauert dann doch ein bisschen, bis das Wasser richtig heiß ist. Und man braucht viel Wasser. Die anderen handelnden Personen stelle ich jetzt vor. Hier sind die Haupt- und Nebendarsteller. Ein paar frische Paprikaschoten. Idealerweise Weißkohl, aber zur Not tut es auch ein anderer Kohlkopf. Hauptsache er ist klein. Ein paar Möhren, frischen Dill, etwas Salz und wer es scharf mag, darf gerne Peperonischoten in den Borscht geben. Der Koriander ist gut für die Verdauung, für den Geschmack und vor allem für das Aroma. Die roten Zwiebeln sind wichtig. Unverzichtbar ist die rote Beete, denn sie gibt dem Borscht seine charakteristische tiefrote Farbe. Die Petersilie sollte auf jeden Fall frisch sein. Tomatenmark ist ideal, zur Not geht es aber auch mit frischen Tomaten, aber davon braucht man wirklich raue Mengen. Eigentlich gehören zum Borsch auch noch Kartoffeln, die sind aber leider nicht primal. Also ersetze ich sie hier durch Topinambur. Hardcore-Fans der primalen Küche werden jetzt fragen, und wo ist das Fleisch? Natürlich gibt es Borsch-Rezepte mit Fleisch, sogar tausende davon. Aber dieses Rezept aus Odessa verzichtet darauf. Vielleicht schon aus Preisgründen, denn Fleisch, insbesondere gutes Fleisch, war und ist eine sehr teure Angelegenheit an der Schwarzmeerküste. Für den Borsch brauche ich mindestens 3 Liter kochendes Wasser. Möglichst in einem großen Topf, dieser fast 5 Liter, das sollte genügen. Bevor ich die rote Beete möglichst fein raspel und anschließend anbrate, muss ich sie erstmal schälen. Und das wird eine blutige Angelegenheit. Wir sind schon fast fertig. Das ist meine Version von Rothändle. Und was jetzt noch kommt, ist meine Version von Fargo. Da guckt eine Socke raus. Wenn die gut 3 Liter Wasser fast kochen, ist es an der Zeit, die angebratene rote Beete hineinzugeben. Die beeterot gefärbte Raspel kommt noch einmal zum Einsatz, diesmal für die Möhren. Bevor die Möhren hineingegeben werden, werden noch Paprika ergänzt. Ich persönlich mag es ganz gern, wenn im Borsch ein paar gröbere Stücke von den Paprika sind. Aber für die Farbe ist es natürlich besser, wenn der Paprika möglichst fein geschnitten wird. Erst wenn der letzte Paprika geschnitten und die letzte Möhre gebraten ist, werdet ihr merken, dass man beide kochen kann. Jetzt kommt noch etwas, was ganz wichtig für die Farbe ist. Und zwar sind das die roten Zwiebeln, die mit Tomatenmark und frisch gemörserten Gewürzen gekocht werden. Zu schade, dass man Gerüche nicht filmen kann. Und bitte keine Tränen. Wenn die Zwiebeln allmählich glasig werden, gebe ich meine frisch gemörserten Gewürze dazu. Wenn man das Tomatenmark dazu gibt, sieht es erstmal nicht allzu schön aus. Aber ein bisschen Wasser ändert die Lage total. In der traditionellen russischen Küche schlägt jetzt die Stunde unserer Feindin, der Kartoffel. Aber wir haben Ersatz. Darf ich vorstellen? Agent Topinambur. Topinambur ist nicht mit der Kartoffel verwandt. Er schmeckt auch ganz anders. Aber er wird ähnlich verarbeitet.
Er wird also erst einmal geschält und von dunklen Stellen befreit. Dann wird der Topinambur in Würfel geschnitten. Und dann? Nun, dann geht er in den Einsatz, unser Special Agent. Solche Würfel sind nach einer Viertelstunde so gut wie gar. Und das heißt, dann kann der Kohl dazugegeben werden. Den schneidet man in möglichst feine Streifen. Und wer vorhin genau aufgepasst hat, hat gesehen, das war kein Kohl, das war Salat. Das geht auch. Aber optimal ist Weißkohl. Und so sieht er aus, wenn er fertig ist. Priyatna Vapitita. Zum Bosch-Essen gibt es übrigens kein Dresscode. Erlaubt ist, was gefällt und zum Wetter passt. Zwei Dinge gehören unbedingt dazu. Das eine ist das hier. Smetana. Naja, das ist keine Smetana, denn ich habe keine russischen Marken in der Nähe. Wer ihn hat, sollte dort kaufen. Und zwar Smetana. In deutschen Supermärkten findet sich Schmand. Der heißt nicht so schön, ist aber das Gleiche. Ja, das zweite, was zum Bosch gehört, das ist ein passendes Getränk. Das kann schwarzer Tee sein, ob aus dem Samovar oder direkt aus der gewohnten Kanne, spielt keine Rolle. Allerdings, bei diesem Wetter ist schwarzer Tee nicht ganz unproblematisch, weil er schnell kalt wird. Das Getränk, das in der Tasse ist, darf ruhig kalt sein und es passt genauso gut zum Bosch, auch zusätzlich zum Tee. Na gut, das sind 50 Gramm. Aber bevor ich die trinke, fehlt noch etwas ganz Wichtiges. Der Bosch. Вот то, что надо.